Hallo und herzlich willkommen zurück bei Star Citizen. Wir schauen uns heute die neue Flight Ready Vendul Blade an. Und das ist das nächste Alienschiff, was quasi jetzt fertig geworden ist mit der 3.2. Und ich würde sagen, das wollen alle sehen, glaube ich, wie fliegt sie. Ich gebe mal Gas. So. Ja, fliegt sie doch ganz smooth eigentlich, noch ohne Afterburner. Geile Triebwerke, oder? Zwei so normale und dann noch so ein anderes. So typisch Alien. Ah, sieht schon ganz geil aus eigentlich, die Waffen. Gut, das sind normale Waffen jetzt, aber wir haben halt Dualwaffen, also linke und rechte Maustaste. Ja, doch, ganz cool. Mal mit einer Afterburner-Runde fliegen. Cockpit gucken wir uns sofort an. Ich will noch mal kurz von außen ein bisschen zeigen. So, Afterburner. Ah ja, da brennen die beiden und das andere brennt nicht, okay. So. Und die, oh, die ist aber extrem wendig, Alter. Krass. Ja, und das ist das Cockpit und guckt euch dieses Cockpit an. Also, wie geil kann man eigentlich ein Cockpit machen? Die Antwort lautet, so geil. Oder? Also, wenn das mal kein waschechtes Alien-Cockpit ist, dann weiß ich auch nicht. Da kannst du im Prinzip alle Space-Simulationen wegschmeißen. Wenn du dieses Cockpit hier einmal gesehen hast, willst du nichts anderes mehr. Jedenfalls bei Alien-Schiffen. So, und das gute Stück ist wirklich super mega wendig. Ich booste mal und dann drehe ich mal. Passt mal auf. Lalalala. So, gucken, ob ich den ausweichen kann. So, einmal umdrehen. Und ihr seht, es klappt. Also er hat wirklich jetzt ganz wenig, oh, da ist noch Kante, ganz wenig Zeit gebraucht und er ist auch kaum rot geworden, nur so ein bisschen, um quasi, ja, diese Drehungen sozusagen noch zu machen. Und guckt doch mal aufs Gas, also 5, 6, 7, 8, 9, drehen, das könnte eng werden. Ich hab's noch geschafft, glaube ich. Ja, ich hab's noch geschafft. Also das Ding ist ultrawendig. Das ist der Wahnsinn. Das Teil. Also damit gewinnst du jeden Dogfight. Egal, was du für Waffen hast. Weil du einfach so schnell dich drehen kannst und so krass wendig bist. Und eben, du hast auch heftige Waffen natürlich, ne? Sieht sehr, 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 sehr nice aus. So. Sieht aus, als würde man irgendwie an einem Euter von einem riesigen Alien-Elefanten melken. Oder? Ein bisschen glitschig ist hier noch, ein bisschen buggy, aber okay. Kann man mal drüber hinwegsehen. Ich gehe mal vom Gas. Und wir gucken mal, was wir hier für Optionen haben. Power off. Exit. Zero G gibt es hier nicht, okay. Wir haben hier zwei Displays und da oben nochmal zwei Stück. Das sind halt diese Alien-Displays, ne? Diese roten Laser-Einblendungen, keine richtigen, echten Displays. Ja, ich mache einfach mal jetzt Exit. Mal gucken, was dann passiert. Kurz zur Außenansicht machen. Ja, genau. So, guckt es euch an. So, da sind wir draußen. Also ihr seht, das geht hier unten rein. Unter, also quasi im Rachenbereich. Da, wo bei normalen Leuten die Stimmbänder sind, da geht es hier quasi rein. Und gucken wir mal ein bisschen die Details an. Das sieht schon sehr, sehr awesome aus. Also... Ich muss immer wieder sagen, Hut ab. Mal eine Taschenlampe anmachen hier. Hä? Achso, das ist hier so komisch abgedunkelt. Na gut. Ich muss weiterhin sagen, Hut ab vor diesen Texturen, vor diesen Details. Das ist einfach der Wahnsinn. Und man sieht halt auch wirklich, dass es sich um ein Alienschiff handelt. Es ist nicht nur so ein bisschen alienhaft, sondern es ist so richtig alienhaft. Na, das typische Rot an den Triebwerken. Und dann diese grau-schwarze Textur. Diesen ganzen grippeartigen, insektenartigen Auswüchsen und Gedöns. Hier, das sieht aus wie so ein, ich weiß nicht. Also, mega cool einfach nur. Da kannst du richtig reingucken, warte mal. Das sind halt so organische Raumschiffe, so ein bisschen wie bei Stargate, Atlantis, die Wraith-Schiffe. Das sind alles so organische Raumschiffe und hier eben auch, also halb organisch zumindest. Die wachsen wahrscheinlich auch. Die sind nicht einfach nur gebaut, sondern die müssen wahrscheinlich auch so ein bisschen herangezüchtet werden. Wo haben wir irgendwelche Sensoren, diverse Lenk- und Steuertriebwerke. Sehr, 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 sehr geil. Ja, und auch das Cockpit, einfach nur der Wahnsinn.
wahnsinnig teuer auch, das Schiff, muss man sagen. Ich glaube, $300. Für einen Dogfighter relativ viel. Aber eben, es ist halt ein Alien-Schiff. Man muss es halt lieben oder man lässt es halt sein. Ich habe es mir nicht geholt. Ich habe das nicht. Ich möchte was eigentlich nicht unbedingt haben. Das ist mir auch einfach dann too much. Aber wer sowas geil findet, der hat sicherlich auch seine Freuden dran. Hier nochmal die Waffen in der Nahaufnahme. Und ich weiß nicht, ob das alles so, das sieht halt so aus, bin mir aber jetzt nicht sicher, ob das alles so kleine Triebwerke sein sollen, die quasi immer mithelfen. Guckt euch das an. Hammer. Echt geil. Richtig fette Knarren. Hier nochmal, hier ist die andere. Das sieht schon sehr, sehr cool aus. Also das ist mein Alienschiff. Leider hat es keinen Innenraum. Das gibt es auch, glaube ich, bisher nicht. Also es gibt, glaube ich, kein Alienschiff aktuell mit Innenraum. Das hier hat, wie gesagt, auch keinen. Das ist ein bisschen schade, weil hier wäre ja Platz gewesen. Aber soll wohl offenbar aus irgendwelchen Gründen nicht sein. Ich zeige euch noch mal kurz, wie man hier reinkommt in das gute Stück. Warte. Ich klitsche immer so ein bisschen dran rum. So, Enter. Enter Pilot Seat. So. Außenansicht. Das ist mein Knackpo. So. Hui. Ja, genau so steigt man in ein Schiff ein. Und ich glaube, ja, er wurde dann noch reingeglitscht. Alles klar. Also die Idee ist, das ist halt wie ein Fahrstuhl. Ne? Der fährt euch hoch und runter. Ihr habt es ja gesehen. Klappt noch nicht so ganz. Aber ist ja auch die erste Iteration von dem Schiff, die nun live ist. Huch. Und wie sie auch dreht. Also richtig schnell. Also das ist schon sehr, sehr awesome. Sehr, 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 sehr awesome. Machen wir auf jeden Fall mal ein bisschen Dogfight später. Jetzt nicht, aber dann später mal. Tja. Macht schon Spaß. Das muss man schon sagen. Macht echt Spaß. Also wer einen richtig wendigen und auch relativ starken, einzigartigen Jäger haben will, der kann auf jeden Fall auch auf die Blade zugreifen, auch wenn sie, wie gesagt, für meine Begriffe etwas zu teuer ist für das, was sie letztendlich ausmacht, nämlich ein Dogfighter zu sein. Ne? Aber das muss dann jeder für sich selber wissen. Im Endeffekt geiles Schiff trotzdem. So, ja, so viel zur Blade. Wir könnten noch ein zweites Schiff ins Video reinnehmen. Wir haben erst 7 Minuten, ne? Weil viel mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Ich würde sagen, wir gehen mal ins Hauptmenü zurück. Ich will hier nicht so Futzel-Videos machen. Nur ein Schiff pro Video ist auch kacke. Zumal, wenn es so schnell geht. Wir schauen uns mal noch die Eclipse an. Die Eclipse Select Ship. Free Flight Launch Game. So, die Aegis Eclipse, und das ist dieses schicke Teil. Das ist ein, ja, im Prinzip ein Stealth, also auch ein Dogfighter letztendlich. Wobei, ich glaube, es zählt eher als Bomber, oder? Also als Stealth-Bomber. Schaut mal oben, diese Fenster, also die Scheiben, die sind so leicht beschlagen. Also mit Dreck in dem Fall. Deshalb kann ich nicht mehr schießen. Achso. Wechselt auch so komisch die Farbe, ne, das Schiff. Ja, wir gucken mal kurz hier rein bei den Waffen. Wir haben hier eine normale Waffe. Und wir haben Talon Argos Size 9. Drei Munition haben wir davon. Kann ich jetzt hier nicht abwerfen in dem Fall. Aber ich will auch nur das Schiff zeigen. Auch dieses hat, glaube ich, keinen Innenraum. Aber wir gucken gleich nochmal. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, weil das Schiff hat mich bisher, also hatte ich es bisher einfach nicht auf dem Schirm. Wusste zwar, dass es in die 3.2 kommt, aber ich hatte es halt einfach trotzdem nicht so ganz auf dem Schirm. Auch hier eine schöne Triebwerksanimation. Sieht sehr, sehr cool aus. Ich mag das, wenn das so ein bisschen flüssig, gasartig da hinten so raussprudelt. Wisst ihr, wie ich meine? Das sieht schon cool aus. Wenn ich mit einer Afterburner Gas gebe, hat schon Style. Da sieht er jetzt unten. Das sind die dicken Bomben. Oder Torpedos. Ich weiß gar nicht. Das sind, glaube ich, eher Torpedos, ne? Als Bomben. Size 9 ist halt auch schon wirklich mega krass. Also, ich weiß nicht. Size 9 dürfte reichen, um die Idris abzuballern. Oder zumindest, um ihr beträchtlichen Schaden zuzufügen. Das Ding ist halt dafür auch gedacht. Also es ist kein
Dogfighter im klassischen Sinne, sondern es ist eher ein Bomber, der zur Unterstützung quasi gegen größere Schiffe kommt, weil, ich sag mal, die Bomben hier, die sind so groß wie eine Aurora. Also, die würden nicht mal in eine Aurora reinpassen, glaube ich. Ja, wird auf jeden Fall eng. Damit triffst du auch eine Aurora schlecht. Aber eine Idris triffst du damit oder auch andere Fette, eine Constellation, kannst du damit auch wegrotzen. Das ist halt ein richtiger böser Bomber. Ein BB. So. Ich bremse mal. Und ich schaue mal. Aber ich glaube, wir haben keinen Innenraum. Aber ich will ja auch nichts Falsches sagen. Gucken erstmal, was haben wir hier. Ein ganz klassisches Anvil-Cockpit. Okay. Open Spool, das habe ich noch nicht verstanden. Haben wir noch was? Sieht aus wie so eine. Sieht aus wie die Klimaanlage von meinem allerersten Auto. Oh Mann. Ejection können wir auch machen, wollen wir es aber nicht. Ja, dann mache ich mal. Bin ich überhaupt raus? Mach mal H. Ne, geht doch nicht, ne? Genau. So. Ja, ist auch im Prinzip kein Platz, ne? Das Ding ist ja dünn wie ein Stück Toastbrot. Und dann hast du hinten dann diese dicken Bomben drin liegen. Also, für Innenraum ist ja auch nicht wirklich Platz. Aber ich will trotzdem noch mal ein bisschen rumgucken hier. Ein bisschen von außen noch mal zeigen. Ja, das Schiff interessiert mich jetzt persönlich weniger. Ich bin nicht so der Fan von diesen Bombern. Auch von den Dogfightern bin ich nicht so der Fan. Aber das ist immer Geschmackssache. Lasst euch da nicht beeinflussen, wenn ihr einen geilen Bomber haben wollt. Dann holt sie euch halt. Für mich ist es halt nichts und deswegen habe ich das auch nicht so krass auf dem Schirm bisher gehabt und habe es auch weiterhin nicht auf dem Schirm, weil, naja, Bombe halt. Aber sieht cool aus. Das kann man wirklich sagen. Sieht wirklich cool aus. Wie kommt man in das Schiff rein eigentlich? Vermutlich muss man da hier irgendwie. Ich guck mal, wie das geht. Ah ja, Open Ladder. Ah ja. Und dann steigst du da quasi ein. Okay. Von der anderen Seite wird es wahrscheinlich nicht gehen. Ist auch nur ein Einsitzer, glaube ich. Kann man hier reingucken? Aber ich kann mal hier das Ding aufmachen, ne? Warte mal. Na komm. Give me. So, nicht reinglitschen. So, ich wollte nämlich nur mal aufmachen. So, ne? Also wir haben hier wirklich nur diesen einen Sitz und dann ist hier hinten auch nichts. Also das ist wirklich dann komplett dicht hier hinten. Ein normaler Ein-Mann-Bomber sozusagen, ne? Aber cool trotzdem. Hier oben drauf, was ist das eigentlich? Sieht aus wie so ein Ventil oder so? Eine Waffe ist es auf jeden Fall nicht. Vielleicht irgendein Anvisierungsmodul? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Müssen wir irgendwann mal testen bei Gelegenheit. Aber ja, cooles Schiff auf jeden Fall. Hat auch Style mit diesen. Ich finde das ganz lustig, dass hier solche Löcher sind. Da kannst du quasi beim Fliegen durchfliegen. So, hui. Ja. Gut, da haben wir das Schiff auch nochmal gesehen. Wunderbar. Wie gesagt, wenn ihr irgendwelche Fragen habt zu den Schiffen, ihr könnt euch auch einfach in den Kommentaren dazu unterhalten. Haut mal eure Meinung dazu auf jeden Fall in die Kommentare rein. Was ihr da so von haltet, gerade von der Blade. Die finde ich ja persönlich wesentlich interessanter als die Eclipse. Aber auch gerne was zur Eclipse, wenn ihr da irgendwelche coolen Infos habt, die ich jetzt hier nicht habe. Immer her damit. Ja? So, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Last time I heard you speak, you shot ice into my veins. I almost wish there would rain. Now your forecast calls for me. Does the sun go down on the moon?